Guten Morgen. Ich möchte kurz eine Info weitergeben, und zwar erster Punkt, Ed hat eine App. Wer mehr über seinen Dienst kennenlernen möchte, der kann die sich im App Store downloaden, ist kostenlos. Zweitens, es gibt eine Homepage, propheticlife.com, da schreibt Ed eine tägliche Andacht, ist auch kostenlos, gibt es auch auf Deutsch, ist übersetzt, jeden Tag von ihm geschrieben, um einen Input zu geben in den täglichen Tag. Und das Dritte ist, wer möchte mehr, ganz einfach, aber sehr kompakt und tiefgehend, etwas mehr über Prophetie zu wissen, der darf dann im Anschluss des Gottesdienstes da hinten kommen, gibt es für 7 Euro ein Buch zu kaufen, was Ed geschrieben hat. Halleluja! I greet the family of God in this church today. Ich grüße heute die Familie Gottes in dieser We Gemeinde. Are family. Wir sind Familie. We have the same father. Wir haben denselben Vater. Different mothers, same father. Unterschiedliche Mütter, denselben Vater. Please turn your Bible to the book of Matthew, chapter 15, please. Bitte öffne deine Bibel und geh zu Matthäus 15. In verse 21. Vers 21. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tischen ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. This region that this lady came from was the very north of Israel. Diese Region, aus der diese Dame kam, war der Norden Israels. The Canaanites were one of the Philistine tribes that were the most disliked by the Jews. Und die Kanaaniter waren so eine aus diesem Philister Stamm, der sehr unbeliebt war bei den Juden. The most disliked. Und waren die am meisten, die unbeliebtesten. Genau. Because Denn they would sacrifice real live people to the different gods. Denn sie haben wirkliche Menschen, lebendige Menschen ihren Göttern geopfert. They had a place called the Gates of Hell. Und sie hatten dort einen Ort, der hieß die Tore der Hölle. Which is a mountain formation. Und das ist so eine Bergkette. Which has a source of water in the inside. Wo im Inneren so eine Wasserquelle ist. And so they would build a temple to the water god Apollos. Und sie haben dann einen Tempel gebaut dem Wassergott Apollos. And they would sacrifice people. Live, their blood would drip into this water. Und dann haben sie Menschen, während sie lebendig war, geopfert, und dann ist das Blut in dieses Wasser getropft. And the Jews hated that. Und die Juden hassten das. But Jesus was preaching up the very north of Israel. Aber Jesus predigte da ganz im Norden in Israel. And he took a break and went to a place of quietness. Und er nahm sich dann eine Pause und ging an einen Ort der Einsamkeit. And then this woman came and heard about him. She came to find him. Und als diese Frau von ihm hörte, da kam sie, um ihn zu finden. She was very concerned for her child. Und sie war sehr besorgt um ihr Kind. She'd heard that this Jesus from Nazareth. Sie hatte gehört, dass dieser Jesus aus Nazareth had a miraculous power gift. Eine Gabe hatte, übernatürlich. Der übernatürlichen Kraft. Yeah. And she wanted her child to get free. Und sie wollte, dass ihre Tochter frei wird. And she kept calling to him. Und sie rief zu ihm. And he wouldn't even pay attention to her. Und der hat gar nicht aufgepasst. But she didn't stop. Aber sie hat nicht aufgehört. I wish I can get that same attitude in my family of God. Und ich wünschte, ich hätte dieselbe Einstellung in meiner Familie Gottes. We give up way too easily when we pray. We need to keep praying. Wenn wir beten, dann geben wir zu früh auf. Wir müssen weiter beten. There should be a real aggression in our prayer life. Da sollte wirklich so eine Aggressivität sein in unserem Gebetsleben. Jesus said the kingdom of God suffers violence. Jesus sagte, dass das Reich Gottes von Gewalt ihm angetan wird. And the violent take it by force. Und die Gewaltsamen reißen es an sich.
And so we need to get a little aggressive even in our prayer life. Also müssen wir selbst in unserem Gebetsleben ein bisschen aggressiv werden. And don't give up after the first time it hasn't happened. Wir dürfen nicht aufgeben, einfach wenn es nicht sofort passiert ist, nach dem ersten Beten. Aber wir müssen weiter beten. And she was not giving up. Und sie hat nicht aufgegeben. The disciples said to Jesus, die Jünger sagten zu Please Jesus, send her away. Bitte schick sie weg. She is getting on our nerves. Sie geht uns auf They didn't Nerven. Like the Canaanites. Und sie mochten die Kanaaniter. And Jesus said, und Jesus sagte, that I was not sent to the Gentiles or to the unbelievers. Ich bin nicht zu den Ungläubigen und zu den Heiden gerufen worden. Jesus very carefully did only what he was told. Jesus tat sehr sorgfältig nur das, was ihm aufgetragen wurde. He said even I only speak what I hear and do what I'm shown by the Father. Er sagte auch, ich sage nur, was ich höre und was mir der Vater zeigt. And the Lord never gave him instructions to speak to anyone outside of Israel. Und der Vater hat mir nie einen Auftrag gegeben, zu den Leuten außerhalb von Israel zu sprechen. So she was excluded. Also war sie außen vor. There was a time that would come that they would receive the gospel. Es würde dann eine Zeit kommen, wo sie auch das Evangelium empfangen würden. But this was not that time. Aber das war noch nicht die Zeit. And then she kept on. Und dann hat sie weitergemacht. And eventually she threw herself on the ground. Und schließlich warf sie sich auf den Boden. And she begged him. Und sie flehte mit ihm. And he said to her, und er sagte zu ihr, I cannot give to the dogs what belongs to children. Ich kann den Kindern nicht das geben, was den Kindern gehört. Weil den Hunden nicht das geben, was den Kindern gehört. Many people stumble over that expression. Und viele Menschen ärgern sich jetzt über diese Bibelstelle. But really the whole expression of dog means an unbeliever, someone outside of Israel. Aber dieser Ausdruck Hund, das bedeutet, dass es jemand ist, der ungläubig ist oder jemand, der außerhalb von Israel. Even the book of Revelation refers to that. Sogar das in der Offenbarung spricht es über die darüber. Chapter 22, the dogs are outside. In Kapitel 22 heißt es, dass die Hunde draußen sind. And so he was saying, you're an unbeliever. I can't give what belongs to the children of God. Und er sagte, du bist eine Ungläubige. Ich kann dir nicht das geben, was den Kindern Gottes gehört. And then she said, und dann sagt sie, even the dogs get the crumbs. Sogar die Hunde bekommen and die Brotkrumen. Und was sie sagte, that you have so much power, dass du so viel Kraft hast, so much anointing, du hast so viel Salbung, even what's left over, sogar das, was übrig bleibt, is going to be enough. Wird genug sein. And Jesus said, und Jesus sagte, you have great faith. Du hast großen Glauben. Only twice did he use that expression. Nur zweimal lesen wir, dass er and das both times benutzt hat, diesen Ausdruck. Und beide Male were not for Jews or Christians, war das nicht für Juden oder Christen, but for seemingly unbelievers outside of Israel, aber für scheinbare Ungläubige, also Leute außerhalb von Israel. For the centurion and for this woman. Für den Zenturion und für diese Frau. Now most Christians believe when they don't get an answer to prayer. Die meisten Christen glauben, wenn sie keine Antwort auf Gebet bekommen, that it's not God's timing. Dass es nicht Gottes Zeitpunkt well, it ist. Well, certainly wasn't God's timing for the Canaanites to get the gospel. Sicherlich war es noch nicht die Zeit für die Kanaaniter, das Evangelium zu bekommen. Yet she still got her miracle. Aber sie hat immer noch ihr Wunder empfangen. And Jesus said, und Jesus sagte, you have great faith. Du hast großen Glauben. He didn't respond to her because she deserved it. Er hat nicht auf sie reagiert, weil sie es verdient hatte. She didn't earn it. Sie hatte es sich nicht verdient. It wasn't her attitude. Es war nicht ihre Einstellung. It wasn't the way she looked. Es war nicht die Art und Weise, wie sie aussah. It was simply that she genuinely believed. Es war einfach, dass sie ehrlich glaubte. I have walked with the Lord all of my life. Ich bin mit dem Herrn mein ganzes Leben since lang gewandelt. I was 13, seitdem ich 13 war. I am from a Jewish family. Ich bin aus einer jüdischen Familie. And I got born again when I was 13. Und ich bin wiedergeboren, als ich 13 war. It was so real for me. Es war so echt für mich. That I got saved 5 Sundays in a row. Dass ich 5 Sonntage hintereinander errettet wurde. It was such a wonderful nostalgic sense for me and feeling. Es war so ein wunderbares nostalgisches Gefühl für mich. I have enjoyed the Lord so much all my life. Ich habe mein ganzes Leben lang den Herrn so sehr genossen. He's a real wonderful friend and person and savior. Er ist eine echte wunderbare Person und Freund und Retter. And I desire that for you. Und ich wünsche mir das für dich. That you could have this wonderful relationship. Dass du diese wunderbare Beziehung haben kannst. Because people will let you down. Denn Menschen werden dich im Stich lassen. But he will never disappoint you. Aber er wird dich nie im Stich lassen. Wonderful savior. Wunderbarer Retter. But I've walked all my life with the Lord. Ich bin mein gesamtes Leben mit dem Herrn gewandelt. And he's always answered my prayers. Und er hat immer mein Gebet erhört. Doesn't always do exactly what I ask him right away. Er macht nicht immer genau worum ich ihn bitte sofort. But he's always done something. Aber er hat immer etwas gemacht. When you call, he will answer. Wenn du rufst, wird er antworten. And here this
unbelieving or believing woman. Und hier kommt diese ungläubige oder doch gläubige Frau. And the one thing I've learned, und die eine Sache, die ich gelernt habe, that really turns God's heart and mind toward you, ist, dass das, was wirklich Gottes Herz und seine Gedanken zu dir kehrt, faith. Ist Glauben. It's not how good you are, es ist nicht, wie gut du bist, because you're not good. Denn du bist nicht gut. You are a rotten sinner. Du bist ein böse Sünde. Ja. Ja. Wir sind alle gerettet. Ja? God didn't save good people. Gott hat keine guten Menschen gerettet. He saved all the bad ones. Er hat die schlechten Menschen gerettet. So we're not here because we deserve it. Also wir sind nicht hier, weil wir es verdienen. We don't ask God for things because it's our right or we deserve it. Wir bitten nicht Gott um Dinge, weil es unser Recht ist oder wir es what verdienen. What he responds to is faith. Worauf er antwortet, ist Glauben. She did not deserve her child to get a miracle. Sie hat es nicht verdient, dass ihr Kind ein Wunder bekommt. It wasn't her right. Es war nicht ihr Recht. But her faith was so great that it turned a miracle loose in the heavenlies for her. Aber ihr Glaube war so stark, dass es wirklich ein Wunder im Himmel losgetreten hat. Surely you'd like to have faith like that. Sicherlich möchtest du gern so einen Glauben haben. Surely you want to put yourself in that position to get those kind of results. Sicherlich willst du an diesem Ort sein, um solche Ergebnisse zu bekommen. Jesus said in Luke 22 to his disciples. Jesus sagt in Lukas 22 zu seinen Jüngern. The devil has asked to sift you. Der Teufel hat gebeten, dich zu verstreuen. Verstreuen. To sift. Okay, it'll work for now. Okay. But I prayed for you. Aber ich habe für dich gebetet. What did you pray, Jesus? Was hast du gebetet, Herr? I prayed. Ich betete. That your faith would not fail. Dass dein Glauben dich nicht im Stich lässt. The devil's accusing us and attacking us. Der Teufel greift uns an. And the best prayer you can come up with is my faith would not fail. Und das beste Gebet, mit dem du hier rankommen kannst, ist, dass mein Glauben nicht kaputt geht. Because Jesus knows, denn Jesus weiß, that when the devil attacks you, dass wenn der Teufel dich angreift, he's not after your health, dann geht's ihm nicht um deine Gesundheit, he's not after your marriage, nicht um deine Ehe, he's not after your money, nicht nach ihm geht ihm nicht um dein Geld, or your business, oder dein Business. What he's after is your faith. Worauf er aus ist dein Glauben. What must I do to you? The devil asks. Der Teufel fragt sich, was muss ich tun, to make you doubt there's a God, damit du zweifelst, dass es Gott gibt. What must I do to you to make you doubt that God loves you? Was muss ich tun, damit du zweifelst dran, dass There's Gott dich got liebt? To be a place that you begin to wonder if God is still faithful. Es muss einen Ort geben, wo du anfängst, dich zu fragen, ob Gott immer noch treu ist. He said to God, if you touch Job's wife, then he won't serve you. Er sagte zu Gott, wenn du die Frau von Hiob berührst, dann wird er dir nicht dienen. There had to be a place that Job would turn against God. Es musste so einen Ort geben, durch den dann Hiob sich gegen Gott wenden würde. Is under attack every day of your life. Und dein Glauben ist an jedem Tag deines Lebens unter Attacke. The devil wants to create panic in you. Der Teufel möchte eine Panik in dir hervorbringen. Or fear. Oder Angst. And he wants you to believe all the accusations. Und er möchte, dass du diesen ganzen Verleumdungen glaubst. He's always accusing us to God. Er verklagt uns ständig vor Gott. Continually. Ständig. And then when he accuses God, then he accuses God to you. Und dann verklagt er Gott vor dir. He tells you, what kind of God do you serve? Dann sagt er, was dienst du denn für einen How Gott? Can God allow this to happen to you? Wie kann Gott denn zulassen, dass das und das dir passiert? That he's always accusing. Er verklagt immer. Then when he goes through difficulties, und wenn du dann durch Schwierigkeiten gehst, he tells you, you deserve this. Und dann sagt er, du verdienst das. And he'll accuse you of all the mistakes you've made. Und er wird dir vor Augen führen, die ganzen Fehler, die du gemacht hast. And I'm here to tell you this morning, und ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, this woman, dass diese Frau received a miracle just because she genuinely believed. Dass diese Frau ein Wunder empfangen hat, nur weil sie wirklich ehrlich How glaubte. How can I get myself in that position? Wie kann ich an diesen Punkt kommen? It tells us in Romans chapter 4, in Römer 4 heißt es, that Abraham against all hope in hope believed. Dass Abraham gegen jede Hoffnung in Hoffnung geglaubt hat. We have to have hope before we can have faith. Wir müssen Glauben haben, bevor wir Hoffnung haben, bevor wir Glauben haben. And to have hope, und um Hoffnung zu haben, it's a positive expectancy. Dann ist das eine positive Erwartung. I hope your pastor will take me to lunch after the meeting. Ich hoffe, dass euer Pastor mich zum Mittagessen einlädt. It's a good hope. Es ist eine gute Hoffnung. I have a reason to hope that. Ich habe einen Grund, auch das zu glauben. Because he did it before. Weil er es schon mal
gemacht hat. And he's very hospitable und, and kind. Und er ist sehr gastfreundlich und nett. And ganz lieb, ja. Ganz lieb. And he's even a Christian. Er ist sogar Christ. Sogar wiedergeboren. But it's only a hope. Aber es ist nur eine Hoffnung. Until bis he says to me, bis er zu mir sagt, we're going to McDonald's for lunch. Wir gehen jetzt zu McDonald's. Then I won't be hoping anymore. Dann hoffe ich nicht mehr. Then I'll be believing. Dann werde ich glauben. Because I heard a word. Weil ich ein Wort gehört habe. I have to hear something. Ich muss etwas hören. To have faith. Um Glauben zu haben. Many Christians. Viele Christen. Tell you they believe in God for something. Sagen sie, dass sie an Gott glauben für etwas. But they're not believing. Aber sie glauben nicht. They're hoping. Sie hoffen. And it's a good hope. Und es ist eine gute Hoffnung. Because God is good. Weil Gott gut ist. And he's faithful. Und er ist treu. But until God has bring you some revelation, some illumination. Aber bis Gott dir etwas Offenbarung und Erleuchtung bringt, then you still only have hope. Hast du nur Hoffnung. You need a word that becomes real to you. Du brauchst ein Wort, das echt für because dich wird. Then you have faith. Weil du dann Glauben when hast. You have God's word, wenn du Gottes Wort hast, now you can believe and expect a miracle. Kannst du dann jetzt glauben und ein Wunder erwarten. And then when I sit down to have lunch with the pastor, und wenn ich mich dann hinsetze und mit dem Pastor Mittagessen habe, I won't be hoping anymore, werde ich nicht mehr hoffen. I won't be believing anymore, und dann glaube ich auch nicht. Now I know, dann weiß ich. The highest form of faith is knowing. Die höchste Form des Glaubens ist Wissen. So for me to get from hope to faith, um für mich, dass ich von Hoffnung zum Glauben komme, I have to hear a word. Muss ich ein Wort hören. Peter knew this. Petrus wusste das. Everybody wonders. Alle wundern sich. About the feeding of the 5,000. Fragen sich über die Speisung der 5,000. Jesus didn't feed the 5,000. That's not true. Jesus hat nicht die 5,000 gespeist. Das stimmt nicht. Die Jünger haben sie gespeist. Jesus said, what do we have to feed them? Jesus sagte, was haben wir, um ihnen zum Essen that zu geben? That is so ridiculous. Das ist so lächerlich. There are 5,000 people on a hill. Es gibt 5,000 Leute da an diesem Hügel. They listen to him teach all day. Und die hören seine Lehre zu den ganzen where Tag. Where would we find food for 5,000 people? Wo können wir denn Essen für 5,000 Leute God finden? God always wants to take what you have. Gott möchte immer das nehmen, was du hast. He doesn't want you to go and get something. Er möchte nicht, dass du gehst und etwas he holst. Wants you to use what you have. Er möchte, dass du das benutzt, was du hast. But unless you give it up, aber wenn du es nicht aufgibst, it cannot reproduce. Kann es sich nicht reproduzieren. For example, zum Beispiel, this one woman that whose husband died, a prophet who died. Diese Frau, also ihr Ehemann war gestorben. She came to Elisha. Und sie kam dann zu Elisa. She said, my husband, your servant. Und sie sagte, mein Mann, dein Diener. Has died and now they're taking my two sons to pay the debt. Ist gestorben und jetzt, genau, jetzt müssen meine zwei Söhne die Schulden bezahlen. Nein, sie müssen die Söhne nehmen für die Schulden. Ah, okay, soll die Söhne nehmen für die Schulden, genau. Ja. And so the Elisha asks her. Und Elisa bittet sie, fragt sie. What do you have? Was hast du? I don't have anything. Ich habe nichts. No, you must have something. Nee, du musst irgendwas haben. Often you don't think you have something. Oft denkst du hast nichts. Okay, I have a little jar with oil in it. Ja, ich habe so ein bisschen Öl in. That'll work. Drin in der Kanne. Ja, das ist doch was. Go and borrow all the jars you can. Geh und leih dir alle Krüge, die du dir leihen and kannst. And then keep pouring. Und dann gieß einfach weiter dieses God Öl in die Krüge. Gott hat das genommen, was sie hatte. Moses stood before the burning bush. Mose vor dem brennenden Dornbusch. And he says, how will they know you sent me? Wie werden sie wissen, dass du mich gesandt hast? What do you have in your hand? Was hast du in deiner Hand? Nothing. Nichts. The other hand. In der anderen Hand? Oh, it's a stick. Ah, ein Stab. It seems so unimportant. Es scheint so unwichtig. Okay, let's use what you have. Okay, lass uns das benutzen, was you du hast. You have something that God can use. Du hast etwas, was Gott gebrauchen but kann. You have to give it up. Aber du musst es aufgeben. You have to throw it on the floor. Du musst es auf den Boden werfen. You have to sow it or do something with it. Du musst es säen oder irgendetwas damit tun. Only when he threw it down did it become a snake. Erst als es zu Boden geworfen hatte, wurde sein Stab in eine Schlange verwandelt. God always takes what you have. Gott nimmt immer, was du hast. What do we have to feed them? Was haben wir, um sie what zu speisen? We have there's a boy here with a few fish and a few loaves. Was haben wir da, so ein Junge mit einigen Fischen und einigen Brot? Bring it. Bring's. And so he prays over it. Und er betet drüber. And he divides it. Und er teilt es. Now my mathematics tells me. Okay, meine Mathematik sagt mir. And that's why I know that God's not into
decimals or millimeters or so on. Deshalb weiß ich, dass es Gott nicht zu sehr um Dezimal und Millimeter geht. There's 12 disciples. Weil er hat 12 Jünger. Not 10. Nicht 10. And so he divides it into 12 disciples. Also er teilt das auf unter den 12 Jüngern. 3 fish. 3 Fische. And so each disciple gets a quarter of a fish. Also kriegt jeder Jünger dann ein Viertel Fisch. And a piece of bread. Und ein Stück Brot. And I could see Peter. Und ich kann mir vorstellen, with a piece of bread and Petrus a piece of fish. Mit einem Stück Fisch und ein Stück Brot. Could you just run by me again what I must do with this? Könntest du mir nochmal sagen, was ich damit machen soll? I must go to them. Zu ihnen gehen. And I must give them this and tell them they can have as much as they want. Und ich soll ihnen das geben und sagen, sie können so viel haben, wie sie right, wollen. Right. Okay. Right. And something had to happen. Und etwas passiert. From Jesus. Von Jesus aus. To the people. Bis zu den Menschen. And so often in our lives, oftmals in unserem God's Leben, God's waiting for us to do something. Wartet Gott, dass wir etwas with tun. What he said. Mit was er gesagt hat. It looks ridiculous. Und es sieht lächerlich but aus. But that's how faith functions. Aber so funktioniert Glauben. Faith cannot stand still. Glauben kann nicht stillstehen. It has to always be moving. Es muss sich ständig bewegen. Faith has to have works. Glauben muss verbunden there damit be, Werke haben. There has to be something moving with your faith. Es muss da etwas sein, was sich so mit dem Glauben Peter, bewegt. When he moved with his faith towards the people, also Petrus bewegte sich mit seinem Glauben zu den Menschen. Saw it happened. Und dann sah er, wie because das passierte. Jesus denn Jesus said, sagte, so the next morning, am nächsten Morgen, he comes walking on the water. Kommt er und läuft auf dem Wasser. And so now Peter has learned this lesson. Und jetzt hat Petrus diese Lektion gelernt. He said, if that is you, er sagt, wenn du das bist, tell me, dann sag mir, to come. Ich soll kommen. He had to have a word. Er brauchte dieses he Wort. He had hope that he could do it too because he saw all the things he could do. Er hatte Hoffnung, dass er es auch tun könnte, weil er die ganze but Sachen he didn't Sachen have faith gesehen, yet. Er tun konnte, weil er hat aber doch keinen Glauben. He needed a word. Er brauchte ein Wort. And so Jesus said, come. Und so sagte Jesus, komm. A huge prophecy. Eine große Prophetie. Verily I say unto thee, my child. Und ich sage zu dir, so spricht der Herr, mein Kind. Komm. Komm. Just one word. Ein Wort. If he was really spiritual like you and I, wenn er sehr geistlich gewesen wäre wie du und ich, he would have asked for a confirmation. Dann hätte er nach einer Bestätigung gebeten. Or at least a fleece. Oder zumindest so ein das Fleece. Ja. So, ja. If that's you, Lord, wenn du das bist, just confirm it again, please. Dann bitte bestätige es nochmal. And I tell you what I'm going to do, Lord. Okay, ich sag dir, was ich mache. I'll put one leg out of the boat. Ich werde einen Fuß jetzt aus dem Boot raustun. I'll keep one inside the boat. Und eins werde ich drin lassen. If I'll check if this is really ich, solid, ich, then I'll know check it's a sign. Wenn das wirklich fest ist, dann ist das ein Zeichen. We do that, don't we? Das tun wir, oder? Right? And there, if you're really a spiritual leadership, und wenn du wirklich in der geistlichen Leiterschaft we bist, have a church leadership meeting. Dann haben wir ein Gemeindeleitungstreffen. Okay, guys in the boat, okay. What do you feel about me walking on the water? Leute im Boot, was spürt ihr denn darüber? Was sagt ihr darüber, wenn ich jetzt aufs Wasser laufe? And so many different opinions. Und da kommen so viele verschiedene verschiedene Meinungen. Judas is the bookkeeper. Judas, das ist ja natürlich der Buchhalter. And there's no money. Nee, da gibt's kein Geld, wenn jetzt, we can't afford to find your body should you drown. This is not a good time. Wenn du jetzt untergehst, dann können wir es uns nicht leisten, nach deinem Körper zu suchen. Das ist jetzt zu viel. Wir können es nicht genug. James and John. Und Jakobus und Johannes. The sons of thunder. Die Donnersöhne. What are your short-term and long-term goals of walking on the water? Deine kurzzeitigen und langfristigen Ziele auf dem Wasser zu laufen? Are you wanting to start a walking on the water ministry? Willst du einen Lauf auf dem Wasserdienst starten? And then there's Thomas. Und dann gibt's Thomas. What if it's not the Lord? Was ist, wenn es nicht der Herr ist? Maybe it's the Lord, but is it God's timing? Vielleicht ist es der Herr, aber was ist, wenn es nicht sein Timing ist? Yeah, if you can really get everybody involved, you'll have so many opinions. Wenn du wirklich alle mit ins Boot nimmst, dann hast du so viele Meinungen. So what happens is, if you just do what God says. Also wenn du aber einfach das tust, was Gott dir sagt, you'll go by the word. Dann gehst du, folgst dem Wort. You have to leave the boat. Und dann musst du das Boot you verlassen. Gotta give up what you think is safe. Du musst das aufgeben, von dem du glaubst, dass es sicher what ist. Do we have to feed them? Was haben wir, um sie zu füttern? Fish and bread. Fisch und Brot. If that's you, tell me to come. Wenn du das bist, dann sag mir, zu, you ich soll to kommen. Leave the boat. Du musst das Boot verlassen. Whatever God says. Was immer Gott sagt. And so in, your life, in deinem Leben you have hope that God will help you. Hast du die Hoffnung, dass Gott dir hilft. You're going through a illness crisis. Du gehst durch eine Krise, durch eine Krankheit. And you know that God
heals. Und du weißt, dass Gott heilt. Because your pastor has prayed for the sick or ministered to sick people all the time. Denn dein Pastor betet und dient den Kranken die ganze Zeit. But you're not seeing any changes. Aber du siehst keine Veränderung bei dir. When you go to seek the Lord, wenn du den, dann musst du den Herrn suchen. And keep praying until he drops something inside of you. Und dann musst du beten, bis er etwas in dich hineinlegt, wo du weißt, that he said, dass er gesagt hat, you will be healed. Du wirst geheilt. Not just because the scripture says so. Nicht nur weil das Wort das sagt. Because the word came alive in your spirit. Sondern weil das Wort in deinem Geist lebendig wurde. And it doesn't matter who says what, you know you're going to be healed. Und dann ist es egal, wer was sagst, du weißt, dass du geheilt wirst. That's how you get that faith. Das ist Glauben. That's how you get that faith. So bekommst du diesen Glauben. That is great faith. Und das ist ein großer Glauben. And we have to constantly hear the word. Und wir müssen ständig das Wort hören. It's amazing how negative words. Es ist krass, wie negative Worte so those fears and doubts. Zweifel und Ängste hineinsehen. A man brings his child to be healed. Ein Mann bringt sein Kind, damit es geheilt wird. The child has epileptic seizures. Und das Kind hat einen epileptischen Anfall. And so he brings it, but Jesus is not there, so he asks the disciples, can you guys pray for my child, und please? Und Jesus ist nicht da, also bittet er die Jünger, könnt ihr bitte für meinen Sohn beten? And they minister to him. Und sie dienen ihm. But he's still sick. Aber er ist immer noch krank. So the Pharisees are debating now whose fault it is. Und jetzt debattieren die Pharisäer darüber, wessen We Fehler always das war. Gotta find someone to blame. Die müssen immer jemanden finden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben It's a kann. Very common thing in Germany. Das ist sehr üblich in Deutschland. You always gotta blame someone. Du musst jemandem die Schuld geben. And as God's family, und als Gottes Familie we take on a new culture. Nehmen wir eine neue Kultur an. We don't blame anybody. Wir geben niemandem die Schuld. We take blame. Wir nehmen die Schuld. That's what Jesus did. Das hat Jesus gemacht. When you got an argument with your brother or sister, wenn du einen Streit mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast, don't try and prove you're right. Dann versuch nicht, dein Just Recht take blame. Zu beweisen. Dann nimm einfach das Be Unrecht. Healed and reconciled. Sei geheilt und wiederhergestellt. Don't the devil divide you. Lass den Teufel nicht euch trennen. So that's the nature of Christ. Und das ist das Wesen Christi. We are more than Germans. Wir sind mehr als Deutsche. We are Christians. Wir sind Christen. Jawohl. Ja. So when you, the devil wants to really mess with your faith. Und der Teufel möchte wirklich deinen Glauben fertig machen. If he can just sow one seed of fear and doubt. Wenn er einfach nur eine Saat von Angst und Zweifel hineinsehen kann. He said to Eve in the garden. Und er hat zu Eva im Garten gesagt. Did God really say? Hat Gott wirklich gesagt? And if he can sow just one seed of doubt in you. Und wenn er nur eine Saat des Zweifels in dich sehen kann. Or get you to panic in a situation. Oder dich in einer Situation zur Panik bringen kann. The moment you panic. Dann in dem Moment, wo du Panik hast. Faith is out the door. Dann ist der Glauben zur Tür raus. And I want you not to do that anymore. Und ich möchte, dass ihr das nicht mehr macht. Because this church, denn diese Gemeinde is going forward. Geht nach vorne. I've been praying for this church. Ich habe für diese Gemeinde gebetet. This church is going to be a voice in this nation. Und diese Gemeinde wird eine Stimme in dieser Nation sein. Criticized? Natürlich kritisiert. Wait. They must hear this. You'll be celebrated and criticized. Ihr werdet gefeiert und kritisiert werden. If you want to serve God, wenn ihr Gott dienen möchtet, with all of your heart, mit deinem ganzen Herzen, and you don't like being criticized, und du es nicht magst, kritisiert zu werden, you're in the wrong place. Dann bist du am falschen Ort. Because you're not popular if you're a child of God. Denn du bist nicht populär, wenn du ein Kind Gottes bist. Jesus wasn't popular. Jesus war nicht populär. Even God's not popular. Sogar Gott ist nicht populär. And he's perfect. Und er ist perfekt. So don't look for people's approval. Also such nicht nach der Bestätigung But durch Menschen. But this church is going to be at And a voice to the nation. Aber diese Gemeinde wird eine Stimme für die Nation God sein. Has been building and preparing this church for some years now. Gott hat diese Gemeinde über Jahre jetzt gebaut und vorbereitet. Because he's looking for those that will represent him in Germany. Weil er nach denen sucht, die ihn in Deutschland repräsentieren werden. And so your pastor, und euer Pastor, now Pastor Andreas is now going into a new phase of his life. Pastor Andreas geht jetzt in eine neue Phase seines Lebens. They've tried to stop him through many ways in years gone by. Und sie haben in den vergangenen Jahren auf viele Arten und Weisen versucht, ihn aufzuhalten. They've criticized him sie haben ihn kritisiert and judged him, und ihn gerichtet, but they couldn't stop what God was doing. Aber sie konnten nicht aufhalten, was Gott getan hat. No one can stop what God's Niemand kann das aufhalten, was Gott tut. And it was all a training for what's now coming. Und das war alles Training für das, was jetzt kommt. God wants this leadership of this church to be a voice to the entire nation. Gott möchte, dass die Leiterschaft dieser Gemeinde eine Stimme für die gesamte Nation wird. And the soberness or the seriousness of this responsibility. Und die Ernsthaftigkeit, die Nüchternheit dieser Verantwortung. God is bringing home to you, my pastor. Bringt Gott zu dir, mein Pastor. It's not just
keeping your church. Es ist nicht nur, geht nicht nur darum, diese Gemeinde aufrechtzuerhalten, but to maintain God, the representation of the Almighty God. Aber die Repräsentation des allmächtigen Gottes beizubehalten. Because there are many different levels of culture in the German nation that are watching, will watch you. Denn es gibt viele verschiedene, viele Levels von Kulturen, die dich anschauen werden. I've always said to my brethren, don't let the secular world interview you because they twist everything you say. Und ich habe oft zu meinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde gesagt, lass die Welt, die säkulare Welt, kein Interview mit dir führen, weil sie immer das umdrehen, was du sagst. But in your case, aber in deinem Fall, they will send for you. They will? Send for you. Da werden sie, ja, da werden sie nach dir senden, da werden die hingehen zu dir. They want you to come and appear on television. Dann möchten sie, dass du kommst und im Fernsehen bist. And interview you in different places. Und sie werden dich an verschiedenen Orten interviewen. And in magazines you'll write. Und du wirst schreiben für Magazine. And you have to count your words very carefully. Und du musst dann deine Wörter sehr sorgfältig wählen und zählen. Because you have to be an ambassador for the kingdom. Denn du musst ein Botschafter sein für das Königreich. Even 5 years ago, you were not ready for it. Und sogar vor fünf Jahren warst du noch But nicht dafür bereit. Your whole way of looking at things is very different. Aber jetzt ist die ganze Art und Weise, wie du Dinge betrachtest, anders. For the next season of your life, in der nächsten Phase deines Lebens, God's going to make you a father. Wird Gott dich zum Vater machen. And a voice. Und eine Stimme. And they will try to bring up things that they can criticize you with. Und die werden Dinge hervorbringen, mit denen sie versuchen werden, dich zu kritisieren. And the Lord wants you to know it's not your job to ever defend yourself. Und der Herr sagt, es ist nicht deine Aufgabe, dich jemals selber zu verteidigen. You're only to preach the gospel. Du sollst nur das Evangelium predigen. Only to lift him up. Du sollst einfach ihn erheben. He will do the rest. Er wird den Rest machen. Nobody can deny what God will do through your life and through this church. Niemand wird das bestreiten können, was Gott durch dein Leben und durch diese Gemeinde machen wird. You've been ministering to sick people for many years. Du hast über viele Jahre den Kranken gedient. But now God's stepping it up to make it a more visible evidence. Aber jetzt bringt Gott das höher auf eine höhere Plattform und das nochmal wird es nochmal deutlicher machen. And thank God for those that got healed under your ministry. Und dank Gott für diejenigen, die geheilt wurden in deinem But Dienst. But that was all just practice. Aber das war auch nur Übung. And now you're going to go into a high level. Und jetzt gehst du auf ein wirklich hohes Level. And there'll be those that will try and prove you a false or wrong or someone that's just some sort of trickster. Und Leute werden kommen und versuchen irgendwie zu zeigen, dass du irgendwie falsch bist, dass du irgendwie ein Scharlatan bist. Never defend yourself. Und verteidige dich nie. God will defend you. Gott wird dich verteidigen. You must just keep the message pure. Du musst einfach die Botschaft reinhalten. You told me you have another campus in Frankfurt. Und du hast mir erzählt von noch einem Campus in Frankfurt. But it's God's plan for you. Aber es ist Gottes Plan für dich. To form an entire network. Ein ganzes Netzwerk zu it's bilden. Not because the network you're part of is not any good. Nicht weil das Netzwerk, von dem du Teil bist, nicht gut ist. God's just creating a very big platform for you. Aber Gott stellt einfach eine große Plattform für dich her. To give you the credibility to the nation. Um dir auch die Kredibilität für die Nation zu geben. When you're a small church, wenn du eine kleine Gemeinde bist, people don't pay attention to you. Dann passen die Leute nicht so auf, but sind nicht so aufmerksam. The more you grow, aber je mehr du wächst, and the more impact that you have, und je mehr Einfluss du hast, they cannot ignore you anymore. Können sie dich dann nicht mehr ignorieren. And so many things that seem like negative attacks will be actually free advertising. Und viele Dinge, die also wie eine negative Attacke aussahen, werden dann einfach eine gute Werbung sein. But understand the seriousness of what's about to happen. Aber verstehe bitte die Ernsthaftigkeit von dem, was passieren It's the name wird. Of the Lord, es ist der Name des Herrn and the building of his kingdom. Und das Bauen seines Königreichs. God's prepared you all these years for that. Gott hat dich die ganzen Jahre dafür vorbereitet. Peter denied the Lord, Petrus hat den Herrn verleugnet. And so God used that for his glory. Und Gott hat das für seine Herrlichkeit gebraucht. He could have stopped him. Er hätte ihn auch stoppen können. He said to Peter, er sagte zu Petrus, that you will deny me tonight. Du wirst mich heute Abend verleugnen. Be careful you don't. Er hat nicht gesagt, pass auf, dass du mich nicht verleugnest. He said, you will. Er sagt, du wirst. And when you come back, und wenn du zurückkommst, before he even fell, God restored him. Bevor er sogar gefallen ist, hat Gott ihn wiederhergestellt. So all the things you've been through in your life, also die ganzen Dinge, durch die du gegangen bist in deinem you Leben, must have no regrets. Da darf es kein jetzt bedauern, bereuen Because God's geben. Going to use it all for his glory. Denn Gott wird alles für seine Herrlichkeit He makes everything work together for good. Gebrauchen. Bei ihm wird alles zum Guten hinauslaufen. Because the gospel you preach Denn das Evangelium, was du predigst, is not how good you are, ist nicht so gut, wie gut du bist, but how good he is. Sondern wie gut er ist. Yes. Amen. Amen. My sister, God raised you up. Meine Schwester, Gott hat dich aufgebaut. To cross his T's and dot his I's.
Across the T's and dot the I's. Ach so, um bei dem T den Strich zu ziehen und bei dem I den Punkt his, zu machen. Von Andreas. In other words, in anderen Worten, to always do the small details that he can't always get to. Dass du immer die kleinen Details machst, zu denen er nicht mehr kommt. To help organize him. Und zu helfen, ihn zu organisieren. And help straighten out some of his many jumbled up thoughts. Und manche seiner Gedanken, die vielleicht so ein bisschen durcheinander gehen, in Ordnung zu bringen. So you're a very valuable part of what's going to happen. Und du bist ein sehr kostbarer Teil von dem, was passieren wird. More important than you know. Das ist wichtiger, als du weißt. He leans more and more on you. Er lehnt mehr und mehr an dich. He needs that. Er braucht das. So that he can focus on what, where his faith is. Damit er sich darauf fokussieren kann, wo sein Glauben ist. There are 9 gifts in the Holy Spirit. Das sind 9 Gaben im Heiligen Geist. And very rarely do people talk about the gift of faith. Und sehr selten sprechen die Leute über diese Gabe des Glaubens oder die Geistesgabe. Und Gott brother. Hat dir die Gabe des Geistes you pray for the gift of healing. Glaubens gegeben. Du betest für die, hast für die Gabe des, der Heilung gebetet. And miracles. Und Wunder. That's what you asked for. Das ist, worum du gebeten hast. But what God gave you aber was Gott dir gegeben hat, was a gift of faith. War eine Gabe des Glaubens. But now, from this day onwards, aber von heute an, God's increasing the anointing in that gift. Dann wird Gott die Salbung darin zunehmen lassen. People will think you crazy. Und Menschen werden denken, du bist verrückt. Because you'll do the things that nobody else has the stomach for or the guts or the courage for. Weil du die Dinge tun wirst, wo kein anderer den Mut hat oder den Mumm hat, das zu machen. And he's been practicing you or letting you practice for years. Und er hat dich jahrelang üben lassen. You've done some strange things. Du hast ein paar seltsame Dinge gemacht. Whether it's a church building, ob das ein Gemeindegebäude ist, or a supernatural miracle, oder übernatürliches Wunder. You've believed for bigger things. Du hast an für größere Dinge geglaubt. And you've tried to be careful not to offend people. Und du bist vorsichtig gewesen, Leute nicht zu verärgern. He was trying to teach you how to be a good ambassador. Und er hat versucht, dich damit zu lernen, wie du ein guter Botschafter bist. To maintain the balance of integrity. Um die Balance zu behalten der Integrität. And to be a good ambassador at the same time. Und gleichzeitig ein guter Botschafter zu sein. It's not possible to compromise. Es ist nicht möglich, einen Kompromiss zu machen. To keep everybody. Und um alle zu behalten. God cannot keep everybody either. Gott kann auch nicht alle behalten. He lost a whole third of his. Er hat ein Drittel seiner Engel verloren. So you need to understand, you're not going to keep everybody ever. Also musst du verstehen, du wirst nicht immer alle behalten. But you will do your very best to be correct and godly. Aber du wirst dein Bestes tun, um korrekt und göttlich zu this sein. This is the most important time of your ministry, of your life. Es ist die jetzt die wichtigste Zeit in deinem Dienst, in deinem Leben. You have to protect your anointing. Du musst deine Salbung bewahren. And your time. Und deine Zeit. You cannot be too busy. Du darfst nicht zu busy my sein. My sister, you need to help him. Meine Schwester, du musst ihm helfen. And you must help yourself. Und dir auch selbst. Because there's so many things you're doing you should not be doing. Weil du so viele Dinge tust, die du nicht tun solltest. Others can do it. Die andere tun können. The scripture says. Die Schrift sagt. Point yourself. Paul tells Timothy some deacons. Paulus sagt zu Timotheus, hier wähle einige, waren das Diakone. Diakone. You must appoint them so that you can get on with the work of the Lord. Damit du mit dem Werk des Herrn weitermachen kannst. So you must be discerning what work you must do and what work they must do. Also du musst unterscheiden, welche Arbeit du tun sollst und welche sie tun sollen. Because you're going to be a voice and an image in this nation. Denn du wirst eine Stimme und ein Bild sein in dieser Nation. Your time has come. Und deine Zeit ist gekommen. My sister, meine Schwester, you have gotten used to people criticizing you. Du hast dich daran gewöhnt, dass Leute dich kritisieren. Even in your own family. Sogar in deiner eigenen Familie. As a young girl, you could never do everybody make everybody happy. Sogar als junges Mädchen konntest du es nicht allen recht machen. So you've learned not to pay attention to that. Also dann hast du gelernt, da gar nicht drauf zu achten. But you are far more discerning than you even know. Du bist viel stärker in der Unterscheidungsgabe when als du you denkst. Meet someone, wenn du jemanden triffst, you get a feeling, dann kriegst du ein Gefühl. And you always right. Und du bist immer so zu stay recht. With your feeling, also, your feeling your spirit. Also dann vertraue diesem Gefühl im Geist. You've been disappointed by people in this church. Du wurdest enttäuscht durch Leute in dieser Gemeinde. You thought they were friends. Und du dachtest, sie sind deine Freunde. And they left you. Und sie haben dich verlassen. And they hurt you. Und sie haben dich verletzt. But God says the most Christ-like thing you can do. Aber Gott sagt, dass das, was am Christus ähnlichsten ist, is to give them the love and forgiveness. Ist ihnen Liebe und Vergebung zu geben. If you only love those that love you, wenn du nur die liebst, die dich lieben, you are nothing more than the world. Dann machst du nichts besser als die Welt. You accepted this call. Du hast diesen Ruf angenommen. Now you must walk in it. Und jetzt musst du darin wandeln. And so, as much as they persecute you, you'll bless them. Und so sehr sie dich auch verfolgen, dann du segnest while sie. While they drove the nails in his hands. Während sie die Nägel in seinen
seine Hände gehauen haben, bat er den Vater, ihn zu vergeben. Und das wirst du tun. And so there'll come a time when you will teach. Und es wird eine Zeit kommen, wo du lernen wirst. Not from what you've learned or read or seen somewhere. Nicht von dem, was du gelesen oder gehört oder gesehen hast irgendwo. But what you've walked through yourself. Sondern von dem aus, wo du selber durchgegangen bist. And it means so much to so many people. Und es wird so viel für so viele Leute bedeuten. Halleluja. Halleluja. Jawohl. Mach's gut. Me too.